Irgendwas stimmt hier doch auf jeden Fall nicht. Warum geht denn der immer so hart in die Eisen? Das ist mir gerade ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß es noch nicht. Irgendwas scheint hier auf jeden Fall noch hart zu bremsen. Ich weiß nur nicht, was. Beschleunigungsachse, ja, Bremsachse, Reaktionsschwelle. Kupplungsachse. Psch, ja. Keine Ahnung. Beim besten Willen, keine Ahnung. Also vor allem, wenn wir auch mal gucken, ich habe jetzt Licht aus, jetzt ist Licht an. Und irgendwas scheint hier ja permanent zu bremsen. Das muss doch, ist hier so eine Art Hilfe an? Also da gehe ich jetzt mal von aus. Liebe lernfähige Hochleistung. Lenkempfindlichkeit, bla, Force Feedback hatten wir, Lenkachse-Reaktionsschwelle, Beschleunigungsachse, Bremsachse-Reaktionsschwelle. Aha, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt ist die Bremse aus. Perfekt. Kann auch weitergehen nun. So, Feststellbremse ist raus. Und wir müssen jetzt hier auf den Hof. Ohne dagegen zu ballern. So. Rumpel, rumpel, rumpel. Ich wette, ihr hört mein Lenkrad auch. So, jetzt sind wir an unserem Bestimmungsort angekommen. Kurze Fahrt wegen Tutorial. Und jetzt kann man halt jedes Mal hier aussuchen, wie viele Punkte man sich dazu verdienen möchte, indem man halt an dem bestimmten Punkt einparkt oder auf Nummer sicher gehen, irgendwo gerade oder es einfach sein lassen. Wir sind Profis. Wir parken da ein, wo sie es gern hätten, sprich da in der weißen Markierung. Und dann fahren wir da jetzt auch hin. So. Platz sollten wir hier ausreichend haben dafür, um dahin zu kommen. So. Gucken wir mal, ob das was wird hier. Piept auch ordentlich beim Rückwärtsfahren, wie sich das gehört für einen LKW. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal korrigieren, das steht fest. Ist aber nur halb so wild. Das macht mal gar nichts. Kriegen wir hin. So. Und schon sieht das doch ganz annehmbar aus. Also, wenn so die Steuerung im LS wäre, ne? Also von der Kamera her, boah, ein Traum. Dann könnte man damit auch vernünftig einparken. So sieht man das halt echt gut. Und wir stehen jetzt hier nahezu perfekt. So wie es sein soll eigentlich. So, angekommen, Handbremse angezogen, wir koppeln ab. Auftrag erfüllt. Das ist im Grunde der Inhalt dieses Spiels. Aber
Wir wollen mal gucken, wie weit wir die Karriere treiben können. Auf jeden Fall wollen wir uns selbstständig machen mit eigenen LKWs, eigenen Aufliegern und eigenen Angestellten. Dann gehen wir hier mal auf Fortfahren. So, ich erwähne auch mal gleich vorweg, ich werde das alles in einer Session durch aufnehmen. Es gibt keine An- und Abmoderation, jede Folge. Ich cutte das dann einfach. Dann ist es, glaube ich, für mich besser im Spielfluss und kommt, glaube ich, auch besser rüber. So, das ist deine Firmenzentrale. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Ja, ist verständlich. Hast du einmal genug Geld verdient, um dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Kriegen wir hin. Viel Glück. Dankeschön. So, ich finde auch immer noch echt nervig diese Musik hier. Die kann ruhig leise sein. Das nervt mich nämlich richtig. So, hier sind wir jetzt quasi in unserem Hauptmenü, wo wir uns hier eigentlich, also haben wir eben schon ein paar Mal gesehen, wo wir uns befinden. Hier sind wir, der Leih-LKW quasi. Hier kannst du die Fortschritte sehen, Karriereentwicklung. Die lässt sich allerhand einstellen. Hier haben wir Händler, Zustand und all so ein Kram. Wir haben keine Kohle. Ich weiß gar nicht, wo die Kohle steht. Karriereentwicklung? Nee. Ich glaube, wir haben noch gar keine wirkliche Kohle. Deshalb nehmen wir einen Auftrag an. So, hier kann man dann halt Frachtaufträge, ne? Das ist halt das hier, ja, wenn wir irgendwann mal soweit sind. Deswegen können wir nur die schnellen Aufträge annehmen, weil wir uns als Berufskraftfahrer anstellen lassen. Machen wir, bis wir ordentlich Kohle haben. Ah, hier oben mein Guthaben. 2.284 Euro haben wir im Moment. So, jetzt haben wir hier, die Aufträge sind nach Preisen absteigend sortiert. Das heißt, lohnt sich also den obersten anzunehmen, gibt es am meisten Kohle für. Den nehmen wir auch. Wir fahren 12 Tonnen Ölfilter durch die Gegend. Von Hannover nach Dortmund. Dann machen wir das doch mal und gucken mal, wie es denn so auf den Straßen Deutschlands aussieht. Eben sind wir ja nur in der Stadt unterwegs gewesen. So, wir schauen mal. Ja, ist ein Planauflieger, wird schon passen. Dann starten wir mal ordentlich durch hier. Ich verstehe nicht, wieso der LKW hier nicht mit angezogener Bremse steht. So, Gang rein, Navi sagt uns den Weg. 241 Kilometer, 3 Stunden 45. Auf geht's. Keine Sorge, wir fahren keine 3 Stunden 41 oder 45. Das läuft hier, ich weiß nicht, in was für einem Maßstab es läuft, es geht auf jeden Fall schneller. Wir werden jetzt so ungefähr 10 bis 15 Minuten brauchen. Dann sollten wir die ganze Nummer abgehandelt haben eigentlich. So, schon stehen wir an der ersten Ampel. Weit gekommen. Blockieren den kompletten Verkehr hier. So, auf geht's. Durch Hannover. Also wenn Hannover so aussehen würde, ne? Boah. War vielleicht doch ein bisschen viel Force-Feedback eingestellt. So. Tempomat hauen wir mal an. Das ist neutral. Wieso ist das neutral auf einmal? Ich will aber Tempomat. So, leider sehen wir nicht unsere eingestellte Geschwindigkeit auf dem Tacho hier. Schnell rüber, bevor es ein Ticket gibt. So. Ich suche gerade mit dem Auge unsere eingestellte Geschwindigkeit. Wir sind offenbar schon zu schnell. Drehen wir also einen runter. Wir wollen straight 80 fahren. Schön darauf aufpassen, dass wir nichts wegrammen. Aber eins ist Fakt, das habe ich schon direkt gelernt. Tickets sind teuer, Tickets kriegt man schnell. Deswegen machen wir auch Licht an. Und wir sollten hier auf jeden Fall bremsen. So. Ja, da muss er sich ein bisschen hochquälen. Dabei haben wir echt nichts, nicht wirklich was geladen, ne? Ja,
Ja, da wir hier leider nicht sehen, auf wie viel wir den Tempomat eingestellt haben, keine Ahnung, müssen wir ihn gleich auf 80 wieder runterdrosseln. Aber das wird schon, da überholt uns schon der erste Baumhoflieger. Baumhoflieger, ja genau. Ja, wir sind schön auf der A2 unterwegs, nehme ich an. Steht das eigentlich irgendwo? Den lassen wir mal auffahren in aller Ruhe. Da, genau. Ich blinke, die Polizei kommt von hinten angerast, ballert mir rein und ich krieg das Ticket. Versteht ihr, ne? Sehr, sehr ärgerlich. Da ist schon mir das erste Geld flöten gegangen. Ah ja, hier auf dem Navi steht aber, dass es die A2 ist. Also was das angeht, finde ich es absolut unterste Schublade. Das hätten sie besser regeln müssen, dass man, wenn man der KI schon Platz macht oder wenn man blinkt, dass die KI da wenigstens was merkt, weil ich sehe die im Rückspiegel in dem Moment gerade erst ankommen, da bin ich auch schon rübergezogen und die scheppern mir voll rein. Genauso ist es halt auch mit, ja genau, hier, ne? Wo ist denn hier? Hier, da, Lichthupe, ihr Vögel. Ha! Den habe ich gegeben. Also das, irgendwas stimmt hier noch nicht mit der Tastenbelegung. Scheibenwischer sind auch gleichzeitig neutral. Okay. Na dann. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Nicht jetzt während der Fahrt, das ist ziemlich uncool. Machen wir, wenn wir angekommen sind, gucke ich nochmal nach der Tastenbelegung. Ich möchte ja schon, dass es hier vernünftig funktioniert. So, 80 km/h. Nicht schneller. Ja, das Leben als Trucker kann schon ganz schön lässig sein, ne? Schön hier Arm raus aus dem Fenster und so. Bisschen auf dem Seitenstreifen fahren. Guck mal, ist aber schön clean und schön aufgeräumt. Oh. Ja, immer schön vorsichtig. Also die Karte ist halt nicht annähernd getreu oder irgendwie was. Das habe ich schon im Stream bemängelt gehabt, so ein bisschen. Wenn man schon einen Simulator aufbaut und mit den Ortschaften, wie sie halt sind, oder also mit den Namen und halt auch alleine der Wegstrecken wegen, müssen hier auf jeden Fall rüber. Dann hätte man wenigstens, ich sage jetzt nicht, dass man alle, die komplette Landschaft so aufbauen hätte müssen, aber ich finde schon, dass man dann wenigstens so diese bestimmten Bereiche wie so eine Autobahnabfahrten, große Kreuzungen, die man wirklich, dass sie Wiedererkennungswert haben, dass man die nachbaut. Zumindest versucht mal nachzubauen. Hier sieht es irgendwie alles gleich aus. Die meisten Abfahrten sind Abfahrten, die wir so in Deutschland eher selten haben. So wie die jetzt eben, dass von dreispuriger Autobahn auf einmal eine rechts weggeht und das ist eine Abfahrt. Haben wir, gar keine Frage, aber so, das ist nicht die Häufigkeit. Hier allerdings schon. Finde ich ein bisschen störend, ehrlich gesagt. Andererseits kann man von dem Spiel, das hat jetzt 5 € gekostet, in der Rohversion, kann man jetzt auch nicht, ja, darf man nicht so doll meckern eigentlich, ne? Also bei 5 € kann man nicht viel falsch machen. Man kann sich jetzt natürlich noch für weitere 80 € ungefähr sämtliche Add-ons runterladen, behaltet andere LKWs, andere Auflieger, andere Länder, andere Städte, also komplett anderes Kartenmaterial wohl. Gedöns, was man sich in den Innenraum hängen kann. Ist alles ganz cool. Bin ich aber, denke ich, nicht bereit, Geld für auszugeben. Und was halt wiederum anderweitig sehr umständlich ist, ist in den Multiplayer zu kommen. Dazu muss man sich erstmal auf 5 verschiedenen Seiten anmelden. Na gut, okay, es sind glaube ich 2. Dann muss man sich wiederum auf der letzten Seite, wo man sich angemeldet hat, mit seinem Steam-Account verbinden. Macht man auch, alles cool. Und dann sagt einem die Seite auf einmal: Nee, dein Profil ist nicht öffentlich oder du hast noch nicht genug Truck Simulator gespielt. Du musst mindestens 2 Stunden spielen. Ich weiß nicht, mal meine Spielzeit geguckt, über 2 Stunden, mein Profil ist öffentlich, keine Ahnung, geht nicht. Dann muss man sich noch ein Add-on dafür runterladen, damit man überhaupt den Multiplayer starten kann. Also sowas Kompliziertes habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.